Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Warte mal ganz kurz, ich traue mich hier nicht runterzuspringen. Bruder, ins Wasser einfach springen, da passiert nichts. Ja, wo denn? Ich, Eine Seite gibt's Wasser. Gegenüber, nicht die andere Seite vom Moschee. Was machst du? Ist das geisteskrank. Ich brauche ein Schaf, Mann. Ich brauche unbedingt ein Schaf. Das wird sehr lustig, ja, Mann. Das wird sehr extrem lustig. Und immer wieder, du musst immer wieder von Neuem anfangen. Also, First Try Challenges sind das Schwierigste, was es ist schwieriger, als wenn man sagt, 10 Warzone Wins und so. Weil es gibt theoretisch kein Ende. Das ist der Bruch. Tank die verfickten Cards, Chat. Tank die Cards. Das ist wirklich hart. Aber wie macht ihr das mit Schlafen? Wir dürfen einmal schlafen. Aber ihr müsst dann ja immer gleichzeitig schlafen gehen. Ja, ja, machen wir. So, ja. Wir dürfen ja nur einmal. Wir gehen alle gleichzeitig einmal schlafen. Eli, was machst du hier für Fantasie eigentlich mit deinem Boy? Willst du ein Baumhaus bauen? Bruder, ich mach hier so... Du wirst mich gleich sehen und du wirst mich respektieren. Machst du ein Baumhaus? Sag. Nein. Wir helfen ihm bei seiner Dings. Bitte ein Schaf. Ich hab die ganze Zeit Getreide in der Hand. Ich mache eine Schafzucht. Du wirst mich respektieren. Nein, Schabern. Du wirst mich respektieren. Mert, was findest du ist der beste Döner aus Berlin? Ur. Ur. Kennst du Ur im Würst in Wedding? Warst du schon mal essen? Yes, aber nicht frisch, sondern mitgenommen. Und da hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Ah, Bruder, mitgenommen. Kannst du nicht mal Steak essen, Digga. Mitgenommen bringt gar nichts. Zembier, Demir, danke für 16 Mark. Danke für deinen Sub im ersten. Faker, sie dankt dir auch für den Sub im ersten. Danke an die ganzen neuen Follower. Edi, deine Top 3. Ryam, Hakiki. Und ich kann mich da... Also ich fand immer Yorkstraße den sehr lecker. Aber ich gehe immer zu denselben halt, ne? Fix an, Fabo? Ja. Mann, Digga, er ist AFK, Mann. Dieses Leveln ist so krass, der wird... Ich habe so Angst, in Never zu gehen halt, mit meiner Rüstung auch. Wenn die verbrennt, Chat, dann würde ich heulen. Dann würde ich heulen. Und zwar nicht zu knapp. Und zwar nicht zu knapp. Aber vielleicht ist es langsam an der Zeit. Rohat, wo kann ich denn am schnellsten EP farmen? Nether? Oder du tradest die ganze Zeit Sticks. Also, das gibt dir auch viel Level. Ja, oder aber dann muss ich immer Holz abbauen. Ja... Aber ich würde Nether sagen, aber da musst du, ist riskant zu sterben und du musst weit weg, weil jeder da schon Quarz gefarmt hat. Ja, das ist halt Abfuck. Naja, gerade ist wirklich schwierig mit EP-Farm. Oder Deep Dark. Hallo? Warst du mal in so einem Biom, wo dieser Motherfucker ist? Da kannst du auch so diese Steine da abbauen, das gibt übel viel Level. Nicht mit der Rüstung in Never. Ja, wenn ich dann sterbe, dann war alles verwirrtet. 25% auf unsere Bestseller. Da könnt ihr eure zur Aktion, dann geht da zur Aktion und dann gibt es hier 25%, wenn ihr den Code ELI eingibt. Code ELI eingeben, damit supportet ihr mich übrigens und spart. Das ist eine Win-Win-Situation und es gibt auch 50% auf Proben, wer darauf Bock hat. Eli Jello hat ein bisschen zugenommen. Ich muss auch demnächst wieder mal rein, sage ich euch so, wie es ist. Also, mit dem Code ELI spart ihr 25% bei ESN und supportet mich damit, Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abcheckt. Hier sind viele Leute, die eventuell mit Fitness mal anfangen sollen und das sind wirklich, benutze ich schon echt lange. Also ESN, wo ich auch noch in Form war, ist, glaube ich, auch das Erfolgreichste. Lass mich noch einmal mit Baum machen und dann gehe ich ins Never, oder? Du hast doch übertrieben viele Emeralds. Ja, ich habe viele. Kauf mal kurz deine Bücher. Dann hast du das direkt. Dann habe ich was. Ich habe doch kein Level. Nein, nein, nein. Ja, aber du hast die Bücher dann schon und dann können wir gucken, ob du noch Emeralds brauchst oder nicht. Checkst du? Wo ist deine Crackhöhle? Ich will endlich von Never, aber ich muss ja eh irgendwann ins Never, weil ich da ja mein Dings da machen will. Ich muss ja diese Never-Blöcke finden. Hier bei 228103333. Ich würde sogar sagen, oben bei der Moschee oder was? Neben der Moschee. Aber wenn ich da sterbe und meine ganzen Sachen verliere, ich gehe nicht mit meinen guten Sachen darunter. Ja, ne? So. Ja, aber Spitzhack auf jeden Fall. So, warte, wir müssen jetzt noch für einen Helm zwei Sachen kaufen. Das machen wir schnell. Hast du Bücher? Ne, ich muss Bücher holen jetzt erstmal. Ey, die haben Fantasie gemacht. Also, das ist ein Babyschaf. Wie kann ich die anmalen, die Schafe? Mit Farbstoff rechtsklick auf die. Ach so, ich habe eine Rose. Ja, die kannst du ich hatte sogar da auch Bücher, fällt mir gerade auf. Ich hab 5 Bücher. Passt. Kauf hier einmal das. Atmung 3? Ja. Ja, was soll ich machen? Stark. Das hier kaufen. Das Buch? Wasseraffinität? Ja. Ja. Dann gehen wir kurz zurück. Dann legst du beide Bücher hier in eine Reihe. Dann mach mal in die obere. Meinst du, die essen das Wort? Ja. Nein. Genau. Und jetzt holen wir noch 4 Schuhe. Hier, Feather Falling. Ich mach das heute. Ja, ich mach's heute safe fertig, Chat. Mit meiner Rüstung. Wasserläufer 3. Okay. Und die machst du jetzt auch unten in die Reihe.
Alter, 5 Sachen? Für meinen Helm und meine Schuhe? Schuhe ist sogar noch. Guck mal deine Schere, Wort. Also, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich so. Ich muss ja eigentlich. Ich habe. Ja. Ich habe. Du brauchst jetzt nur noch 4 Stacks. Ich habe 4 Stacks Smaragd. Reicht das? Kannst du auch Essen kaufen. Aber 4 Stacks. Keine Emeralds mehr. Achso, ja. Nur noch Level. Ja, dann gehe ich ins. Dann gehe ich ins Dings da, oder? In Nether, ja. Ja, dann lasse ich alles hier. Außer meine Spitzhacke. Also willst du jetzt Netherite holen? Nee, ich hol Level, oder nicht? Wo ist meine Spitzhacke? Boah, Bruder, das dauert ernst lange, ne? Boah, bist du dumm? Hamid muss eigentlich auf diesen Server kommen. Spielt er Minecraft? Ja, ja. Ja, das war mal durchgespielt. Hamid, du hast Whitelist ab jetzt. Ja, dann mach, ich, Server, dann mach ihn doch rauf, ey. Dann mach ihn doch rauf. Hamid, komm auf die Server, Bruder. Hamid, Bruder. Ich brauche irgendeine Goldsache, stimmt, scheiße. Hat hier irgendwo jemand Gold? Arme Mann, kein Geld. So überfordert. Ich bin wirklich gerade überfordert. Ja, wundervollen guten Abend. Rainbow. Hallo. Ich brauche Gold, Mann. Ey, Jello. Ja. Bist du gerade die ganze Zeit am Train oder bist du im Nether? Ich gehe jetzt ins Nether. Hier ist irgendwie. Okay, Überfall. Aber ja, hitte mal 1-2 mit, dann kannst du dann kriegst du Rabatte bei den Dörf bei den Dings bei den Dorf bei den Villagern. Ja, ich scheiß auf die. Ich brauch Gold. Ich hab was Blödes. Robert, hast du Gold? Pass auf, du bist gleich gefickt, ne? Hast du Gold? Geh mal runter. Du bist gejumpt, Jello, ja, ein bisschen auf. Hier. Ja, das reicht. Pass auf, so. Du bist gejumpt, ne? Ich werde nicht gejumpt, Mann. Oder die verfickten Schafe springen über den Zaun. Wie geht das? Was ist das für ein Scam-Zaun, Alter? Das Craften ist schwer, Chat. Jungs, wollen wir zusammen, Neta? Never? Kommst du mit, Never? Ich würde mitkommen, Bro. Ja, dann lass, Bro. Ich bin davor. Ach, die Werkbank muss weg. Kann ich bei mir auch einfach ins Portal oder muss ich bei euch ins Portal? Bist du nachher mit dabei, Monopoly eigentlich? Auf gar keinen Fall, Bro. Sehr schön, Bro. Warum? Ich bin gerade nicht so Monopoly und Pummel. Ich bin gerade sehr verkraftet. Verkraftete Craftigkeit. Du bist übrigens am Sonntag bist du sehr verbrucht, falls du es nicht mitbekommen hast. Wir werden loslassen müssen. Sonntag ist unsere Wind-Challenge. Ja. Ist Kamelpisse, ich habe nur einmal am Mittag, da bin ich schon wieder der Wirt und muss die Schere heben. Nein, halt die Fresse. Nee, ich habe am Mittag, ich muss einmal hier, ich komme ein bisschen später, weil ich immer eine Lage muss eingebaut werden. Nein, Micky, weil ich schwitze so hier den Arsch Bastard, ab. Es ist Januar, Micky, bitte. Lass mich nicht jetzt schon damit anfangen. Aber es ist Sonntag. Auf dem verfickten Sonntag lässt du da arme portugiesische Arbeiter deine verfickte Klimaanlage einbauen, bei dir ich mal sagt, mich ich ficken. Kurbel hier die Wirtschaft an. Es ist Sonntag. Lass die armen Leute in Ruhe. Ich kurbel die Wirtschaft an. Gib mir eine Uhrzeit. Ich kann das nicht, Micky. Wir haben nicht so viel Zeit. 15, 16 Uhr bin ich da. Kann ich nicht denken. Ist zu spät. So wie kann man aber so kacken Jungs. Jedes Mal? Ich schwör's dir, es ist zu spät. Es ist wirklich zu spät. Es ist zu spät? Warte mal, du kannst doch auch währenddessen, musst du da nebenstehen und dann wie so das geht nicht. Nein, das geht nicht. Warum? Weil die müssen hier einmal in den Raum. So, dann müssen die oben in zwei andere Räume und ich muss denen das sagen, wo, wie, wo, was. Sonst läuft da nichts. Ich habe eine Frage und ich möchte, dass du sie ehrlich beantwortest, okay? Sind es wirklich portugiesische Handwerker? Das ist der Grund, weswegen du zu spät kommst? Oder ist es dein verfickter Fettarsch-Schlafrhythmus, weswegen du um 16 Uhr erst aufstehst, weil du den ganzen Tag durch die Nacht streamst mit deinem verfickten Choco-First nebenan? Ist das der Schlafrhythmus, Micha? Ist irgendwo auch beides, natürlich. Loslassen. Aber ich muss hier 13, 14 Uhr ready sein. Man riecht den Mast schon mit 10 Kilometer gegen den Wind. Niemals wird da am Sonntag eine Klimaanlage eingebaut, ne? Ich schwör's dir. Micky, du verstehst das nicht. Die Klimaanlage wird hier dann stehen. Hier ist das Ding over sonst. Warum immer du? Warum bist du immer der Wirt? Einer muss es sein. Einer muss seine Hände in den tiefsten Morast stecken. Und ich werd's tun. Ich hasse ihn, jetzt. Ne? Es tut mir auch irgendwo leid. Auf den Sonntag, Digga. Micky, 16 Uhr, 15 Uhr. Wir werden sonst... 15 Uhr.
Es verwirrtet. Soll ich dir nämlich sagen, warum das verwirrtet ist? Warum, warum? Ich sage, wir müssen nämlich einmal 30 Stunden taken, bevor wir schlafen gehen. Und wenn wir das um 15 Uhr machen, das gehen wir am nächsten Morgen um 3 Uhr nachts. Hast du da mal mit dem Karl gesprochen? Nein, ich habe nicht mit dem Karl gesprochen. Nein. Weißt du, was beim letzten Mal passiert ist, als wir 24 Stunden gemacht haben? Was denn? Ja, der Karl hat gesagt, nee, es geht auf die Gesundheit, und dann hat er sich in die Waagerechte gelegt. Ja, scheiße. Das macht er öfter. Und dann war es nämlich ein Kracher. So, und dann sagst du, und dann redest du hier jetzt gerade vor 55 Stunden. Ja, mit Schlafen, Mann. Guck mal, ich sag dir also, jetzt was, okay? Ich sag dir so, wie es ist. Wenn einer von uns einschläft, dann kannst du das Ding doch schon wieder loslassen. Nein, Micky, guck mal. Ich hab dir was in die Gruppe. Also du willst sagen, wir gehen alle gleichzeitig pennen und stehen dann auch gleichzeitig auf und machen weiter. Ja, plus minus eine Stunde. Guck mal, ich sag dir meine Vision, okay? Weil wir gerade zu dritt sind von vier, sage ich dir jetzt für alle Zuschauer auch in den anderen Chats. Das Jahr 2022 hatte viel, viel Licht und viel Schatten. Okay? Und beides kam von Win Challenges. Aber ich sag es so, wie es ist. Das Jahr 2022 war eins der coolsten Streaming-Jahre, die ich jemals hatte. Warum, fragst du dich? Ich rede bewusst von Jahr 2022, nicht 23. Warum, fragt ihr euch? Weil dieses Jahr die Win-Challenges so geil waren. Wir waren zusammen. Wir haben uns weniger gemutet. Wir sind zusammen im Empor aufgestiegen und wir sind zusammen abgestiegen. Aber was das Wichtigste war, dass die Community für uns zusammengehalten hat. Und im Jahr 2023... Es ist so ein bisschen angebröckelt gewesen. Mal hat jemand geschlafen, mal ist jemand anderes rausgegangen. Wir waren zu oft mute. Und ich möchte die glorreichen alten Zeiten wieder haben, wo wir zusammen als Squad uns von Streamsnipern ficken gelassen haben und zusammen die Streamsniper gefickt haben. Und dieser Moment, als wir die Win-Challenge geschafft haben, war ein Moment, den kann ich gar nicht beschreiben. Und ich möchte dieses Gefühl wieder im Jahr 2024 haben. Dazu gehört nun mal, dass man sich nicht mutet, dass man zusammen schlafen geht, dass man zusammen gewinnt und dass man zusammen verliert. Aber das Wichtigste ist, dass wir aufeinander zählen können. Und das werden wir nicht schaffen, wenn der eine um 15 Uhr kann, weil er seine verfickte Klimaanlage reinmacht, der andere nach 12 Stunden sagt, oh, das geht aber jetzt hier auf die Gesundheit. Ja, natürlich sind 12 Stunden Streams nicht einfach, 15 Streams auch nicht. Aber das ist doch der Grund, warum wir da zusammensitzen, warum die Leute uns zugucken, warum die Leute uns supporten. Boah, Rede. Wir müssen das Jahr 2024 wieder so gestalten, dass die Win-Challenges ein Event werden. Dass wenn sie sich da hinsetzen, nach einem langen Arbeitstag, den Fernseher einschalten, sich über uns freuen, uns zu sehen. Sie freuen sich, dass wir gebrochen werden. Sie freuen sich, dass wir vielleicht mal gewinnen nach 10 Stunden. Aber dazu müssen wir auch zusammen das Jahr 2024 wieder nutzen, um die Win-Challenges wieder geil zu machen. Rede. Ja, das war's. Eigentlich müsste ich direkt für die Schande, müsste ich direkt im Stream den Bart nochmal abmachen. Nein, das ist zu wenig, Micky. Ich schwör's dir, das ist zu wenig. Jetzt unter uns. Das ist okay. so ein kleiner ja, Naschi. Der Bart ist aber alles, was ich hab, ne? Ja, aber der ist in einer Woche wieder da. Ja, so, dann lass uns doch Kamelpisse. Bart mit Glatze. Dann ist das Ganze aber gut bezahlt. Ja, Kamelpisse, du kannst es ja connecten. Kamelpisse mit Bart ab. Aber bitte lass uns, also ich wollte euch morgen eh alle anrufen. Und dann will ich alles nochmal besprechen. Strafen, Uhrzeit, Vorgehensweise. Weil ihr versteht das große Ganze nicht. Worauf ich wirklich bestehe, ist, dass wir uns nicht muten die ganze Zeit. Also nur half mute, ne? Also, dass wir euch nicht hören, aber der Stream euch hört mäßig. Es muss aber manchmal sein wegen der Konzentration. Ja, manchmal schon. Ey. Ja, manchmal schon. Aber nicht dieses 5 Minuten full mute. Digga, Micky ist wieder rein. Halo full mute die ganze Zeit, Digga. Ja, weil ich höre, weil sonst du ein Bastard bist, Digga. Ja, aber das Digga, ist ja wenigstens lustig, wie, doch so ein bisschen. Es macht gar keinen Sinn, sich in Halo zu muten. Der Mann ja, mutet okay, sich Rott, ich erkläre dir das ganz kurz, okay? Hast du einen Führerschein? Während du das erklärst, kannst du bitte zum scheiß Neverturm kommen. Pass auf, wenn du rückwärts einparkst mit dem Auto, dann machst du die Musik leiser. Du drehst dich die ganze Zeit die Musik auf. Das ist voll der Arschvergleich, weil wenn nein, das ist kein Arschvergleich. Ich brauche nein, man muss doch auch Schritte hören, Bruder. Das ist genau diese Konzentration, die ich brauche. Wenn du rückwärts einparkst mit dem Auto, dann drehst du das Radio runter. Das ist Fakt. Selbst eine Parkhilfe, du musst das ja alles hören. Piept das Auto jetzt, wie verhält das sich? Das stimmt, Chosen One. Und meine Neon ist da ähnlich in der Ult. Wenn ich mit der Neon die Ult drücke, ist das, als würde ich mit dem Auto rückwärts einparken. Du spielst Neon?
Ja. Also. In einer Wind-Challenge spielst du Neon. Ja. Fürs Team, Mert. Es gibt, glaube ich, keinen Agenten, Bruder, der mehr reinwürdet. Hat nur Angst vor Gott. Was soll denn das jetzt schon wieder? Was höre ich denn jetzt hier? Wird die Neon jetzt angezweifelt? Bruder, Neon ist der größte Peach, Digga. Neon ist doch der größte Peach. Aber wenigstens, Mert, aber wenn mit seiner Ulti macht, dann Kills. Ich hab das gesehen, neuer Gaming-Raum hier, da, wo ist deine Win-Challenge? Ja, ehrlich. Kommt doch, ich nein, will, ich nein, nein, jetzt. Das liegt an uns, Mickey. Wir müssen die Win-Challenges wieder richtig geil machen, dass Streamer Bock darauf haben. Ich weiß nicht, Digga, nein, Mert hat etwas gut zu machen aus Mario Kart. Ich mache es und ich hab Rasierer auch schon da. Ich werde sowieso direkt die Haare abmachen. Ich werde es eh nicht schaffen. Aber dann kann mir keiner sagen, dass ich mir nicht Mühe gegeben habe für Mario Kart, Digga. Boah, ich bin hier bei euch. Oder was? Bist du schon im Never drinne? Ich bin im Nether. Ach, Digga. Ja, also Micky, wirklich ganz kurz, dann können wir fertig, dann können wir das Thema abschließen. Bitte, wir müssen das wieder geil machen, dass alle Leute Bock darauf bekommen. Einmal im Monat eine Wirt-Challenge reinkloppen, plus Einzel-Challenges, wovon jeder Watch-Partys macht. Und so wie im Jahr 2022 zusammen gewinnen und zusammen verlieren. Okay? Ist gültig. Ich rufe euch alle morgen an. Micha Achillessehne gerissen. Ich Kreuzband gerissen. Bilal. Hallo, hört ihr mich? Ach, Scheiße, was Bruder! Was geht denn Jungs? Bruder, ich schwöre, Hammer, du schießt den Vogel ab. Was geht ab, Jungs? Was Bruder, was ist das für ein Mikro? Bruder! Wieso? Was geht? Warum? Digga, macht das Spaß? Hamid, schön, dass du hier bist, Bro. Digga, fliegst du gerade irgendwo hin, Digga? Fliegst du gerade irgendwo hin? Ich hab... Was ist hier los? Sorry, was muss ich machen? Digga, fliegst du gerade irgendwo hin? Halt mal dein Mikro, Bruder! Achso! Mach mal eine Flugdurchsage, bitte. er redet über I got the Wavelink. Warte mal. Digga, das ist wirklich krass. 2x2. Ah, hier waren schon welche, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Aber hier waren doch überall welche. Das ist doch verwirrtet. Egal, oft werden einige übersehen. Oh, oh, hier, das ist eins. Oh, guck mal, wie wunderschön das aussieht. Guck mal, wie wunderschön das aussieht. Oh, ich safte ab. Das ist das Seltenste, was es gibt, ne, vom Materialien her. Was soll ich machen? Nee, Knochenmehl ist es nicht, Digga, ja. Ich hab mein erstes Neverraid-Ding gefunden. Ich bin stolz. Als ob. Das ging auch schnell, oder nicht? Ja. Auf welcher Höhe ist das? 15, ne? 15. Und rein damit. Amor, ein Säckchen gekostet, du bist dumm. Antiker Schrott. Die Lernkurve, Chat. Schreibt die Lernkurve rein, schickt sie rein. Schickt sie sofort rein, die Lernkurve. Unser Crafter des Vertrauens. Aktuelle Lernkurve, aber ein Kreis. Nein. Heute mache ich wirklich voll Meter. Ich habe meine Diamant-Spitzhacke verzaubert. Mein Dings da, mein Helm. Mein Helm. Und meine Hose und mein Brustdings. Gut, ist schon wieder keine Lernkurve, oder? Und wie erklärt ihr euch den Support? Wie erklärt ihr euch das? Ich glaube, smart. Oh! Digga, wie viel Glück habe ich? Digga, ich habe noch einen gefunden. Wieder hoch vielleicht und komplett weit weglaufen. Hex. Ich habe Hex. Anfängerglück. Ja, auf einmal. Wo ist die Lernkurve hin? Guck mal hier, der war hier zwischen. Bruder, bist du dumm? Bruder, bist du dumm? Hey, Junge. Sag deine Decke, Bruder! Deine Decke, Bruder! Ja! Ja! Du musst dir auch mit seinen TikTok angucken, das ist zu krass. Ich hab das gesehen. Ich hab locker 5-mal angeguckt. Chat, ich komme nicht mehr raus, ich hab Angst. Also Leute, es wird nicht geschlafen, ja, dann mach ich Selbstmord. Hier, komm, fick mich. Ich hab kein Bett, was soll ich machen? Was soll ich machen, Bruder? Ich hab kein Deck, Bruder, was soll ich schlafen? Bist du dumm? Sag deine Decke, Bruder, deine Decke, Bruder! Ja! Ma, Digga, hier waren auch schon welche! Gibt es irgendeinen Ort, wo ihr Wichsgesichter noch nicht euer Scheiß gefarmt habt? Im Never? Eure Wichsgriffen noch nicht habt. Ja, direkt am Spawn ist wahrscheinlich Krise. Ich bin nicht direkt am Spawn. Also eigentlich ganz große Distanz. Nein, keine Distanz. Ich such die Nähe jetzt. Wie, was? Was willst du damit sagen? Du hast schon richtig verstanden. Rohr, ja? Du bist der Allerschlimmste von allen, Bruder. Jedes Mal, wenn du machst du... Oh, Neverraid gefunden. 2 Stück. Oh, ist auf dich ab. Machst du deinen Mund so zur Seite? Ja, ich hab's auch gesehen. Drei Stück.
Schreibt die Kurve jetzt sofort rein! Sofort die Kurve rein, sofort Follow da lassen, sofort Kurve rein. Ist kein Zufall. 3 ist krank, ja? Kein Problem, Bro, mach ich öfter. Boah, ja, mach ein bisschen da. War auch ein bisschen eingerostet. Oh! Hab mal wieder einen. Oh! 3 Stück. Ich saft ab. Wir sind nicht viele bis jetzt. Oh, ich hab welche. Ich darf eine Gabel. Wir sind Mert, Matze, ich. Oh, Matze, der Urwürdiger. Rohat. Ja, ich glaube, wir sind gerade. Ah! Oh, mit so Unterwasser-Ding sogar geil. Ich suche Neverwhite. Ich find's nicht, Mann. Mach Quarzeblöcke, dann kannst du 4-mal carryen. Hier ist aber auch alles kaputt. Oha. Hä? Ja, hier ist auch alles explodiert und kaputt und weggebrannt und so. Ohne Werkbank? Ich hab's doch probiert. Kannst erstens ohne Werkbank das machen. Ich hab's doch gemacht. Es hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich da eine gemacht. Und 59. Boah! Jupp bezahlt. Oh. Die Legende ist zurück. Oh Gotti, Gotti, Lotti, Lotti, Lotti. Die Legende ist zurück. Was? Eli Lotti von Medis Krass. Wurde verarscht. Die Legende ist zurück. Hast du Lotti gesagt? Die Legende ist zurück. Ich habe ich bin reingekommen als kleiner Junge und rausgekommen als Mann. 46 Mal antiker Schrott. Ich brauche jetzt sofort eine Anleitung von dir, Fabo. Sofort. Ich bin mich verzaubert. Das ist relativ lustig, weil es ist neu, dass du jetzt nicht einfach wie damals upgraden kannst. Okay, aber deswegen habe ich dir auch mehr geholt. Ich bin bereit zu tauschen. Ich wiederhole, ich habe 14 antike Schrottdinger, die ich verkaufen kann. Was willst du denn dafür haben? Ja, dafür will ich Dias haben. Nee, du willst dafür ein Upgrade-Template haben, Eli. Das ich will dafür ein Upgrade-Template haben. Ja, Fabio, wir sind nicht bei Monopoly. Aber ich sag's euch ehrlich, wer bietet mehr? Bodenlos hier aus Schlamm zu bauen, was soll wer das? Wer bietet mehr? Das ist erstmal nur eine Skizze. Guck mal, Sidney, wir haben jetzt Vita-Wett im Spiel. Wir haben sogar Kaugummis, Vita-Gum ist auch drin. Also, was? Fabio, was brauche ich jetzt? Der Mann ist wieder mute. Digga, wie oft Nein, ist der... Nein, ich bin doch hier. Mann, du kleiner Wichser, mein Haus fällt gleich ab. Ja, dann was ist es so? Dann ist es so. Ja, was ist? Wie mach ich das? Mit den... Was brauche ich jetzt? Ach, Digga, ich geh erstmal schlafen, ganz ehrlich. Diese verfickten Und gehst du schlafen? Weil mich irgendwelche Albträumdinger nerven. Ja, aber da in diesen fetten Schlüssel... Boah, hast du Bett dabei? Diese Dinger. Nee. Diese Upgrade-Templates und erst dann kannst du das upgraden, einteilen. Ach, ja, Mann. Keine Ahnung, irgendwo will ich schlafen. Lass mal bitte irgendwo schlafen, bitte. Willst du bei mir schlafen gehen? Du kannst die Upgrade-Templates aber verdoppeln, Eli, mit 7 Dias und Netherrack 1. Das wird so eine chillige Villa hier. Ja, damit ihr mal langsam checkt, was ich hier mache. Guckt euch mal die Aussicht hier an. Junge, sieht das geil aus. Alter. Ey, Jungs, meine Villa sieht so schön aus. Frei. Heb doch Dame, den Fisch dann auf, du bau mir so ein Game of Thrones Thron, dann bin ich zufrieden. Game of Thrones Thron? Bruder, guck mal, Breitenberg, entweder du nimmst das Angebot an, dass du hier irgendwo pennen kannst, oder ich fick dich so lange, bis du keinen Bock mehr hast hier, du Schwanz. Bruder, was du denkst immer noch, du kannst irgendwelche Forderungen Alter, stellen. Alter, was willst du denn? Ich hab nichts zu verlieren, ich fick dich, wenn ich will, Digga. Was willst du machen? Was? Was sagt er? Was hat er gesagt? Breitenberg. Er fickt ihn, wenn er will. Er fickt ihn. Der fickt ihn. Hör doch auf, Junge! Ja, deine Aufforderung zu stellen und so zu tun, als hätte ich irgendwas schuldig bei dir. Du hast mir Geld mal kaputt gemacht. Bruder, du hast mir einfach Stunden Arbeit geklaut. Stunden Arbeit. Dann klau ihm sie doch zurück, Bruder. Weißt du, wie selten so ein Pferdeskelett ist? Das ist eines der seltensten Items in diesem Spiel, du Schwanz. Sag Walla. Wirklich? Ja, wirklich? Sag Walla? Wirklich? Fabo, na klar, wirklich. Ja, das stimmt. In der Tat, Ganz kurze Frage mal. Hat hier jemand zufällig noch ein bisschen Gold? Ja, Jero, geht hier mit du? Ich komm hier nicht hoch. Ich hab Gold. Einfach hoch. Ja, ich brauch Gold. Nee, hier ist ein Dreizack drin, darf ich den haben? Was ist das hier? Goldblock? Ja, das kannst du zurückcraften. Hey, bitte! Lass oder kaputt machen? Nee, du musst es zurückcraften. Wie geht's ich so? Ich hab nichts genommen. Ich weiß, dass das von Monte ist, Chat. Hauptsache, ich habe keine Probleme. Wie findest du, sieht das hier aus? Warum lachst du? Sieht aus wie ein Gefängnis, Eli. Das sieht nicht aus wie so ein Knast, sondern wie so ein Mittelalterknast mit modernem Boden. Also, warum? Also, der Boden ist ganz nett vielleicht, ja? Aber die eine Wand gefällt mir auch. Ich kann es dir erklären, warum keine Fenster. Ich habe hier geplant, oben Glas, so eine Glaswand zu machen. Also wie so eine Klapse, dass man oben reinkommt.
Ich saß da zwei Tage dran. Die View nach draußen ist Hammer. Das ist Hammer. Wenn du jetzt noch so eine Terrasse machst. Ich saß hier zwei Tage dran, Melina. Hast du schon eine Terrasse gemacht? Mhm. Mach so einen großen Balkon und mach rechts und links noch Fenster. Und, dann ist und hier gefällt es dir nicht? Hier mit so einem Bett? Hey! Wer ist das? Oh, ist das gemein. Was fällt Ihnen ein? Wer war das? Ein Creeper. Was fällt Ihnen ein? Ist das krank. Ist das krank, Alter. Er denkt sich so, Alter, was macht denn da? Erinnert mich ein bisschen an die Hollywood Hills, denke ich. Ja, ne? Jetzt endlich mal. Jetzt kommen wir uns näher. Pass auf deine Spitzhacke auf, die ist bald kaputt. Das ist aber nicht meine Verzauberte, das ist nur eine Mokka-Dia-Spitzhacke. Ede, bevor du Minecraft siehst, pack deine Bücher in die Ender-Chest, sonst geht's morgen zum Ton 618, stimmt. Will mir bei 5 Dias leihen, auch korrekt? Also, Jungs, ich habe zweimal Never-Platten zu verschenken. Wer kann mir was bieten? Ich kann dir diese Vorlagen. Und da muss man was bieten? What? Zwei Platten. Ich habe diese Vorlagen und ja. Ich habe sogar Vorlage für Rüstung. Ja, Chat, ist das ein guter Deal? Also mehr brauchst du halt nicht. Ja, okay, dann komm. Okay, komm hoch. Wir treffen uns. Wo treffen wir uns? Mach den Deal in der Moschee. Ja, okay, wir machen den in der Moschee. Komm zur Moschee. Ja, warte, ich muss kurz was holen. Aber soll ich die schon verdoppeln für dich oder machst du das selber? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich geb dir die so, damit du das auch lernst mit dem Verdoppeln. Digga, bin ich hier also auf Crack? Mäßig. Wieso bin ich denn so schnell? Ja, weil das also irgendwo mein Hoodie ist. Oha! Ist das Deacon-Ding gut für uns alle? Was ist das? Wir sind alle Deacon. Deacon. Alle sind am Geeken. Ja, verdoppel. Ey, ich geh jetzt mal pennen, ja? Okay. Ich wünsche euch was. Bist der Beste. Hau rein, Fabo. Hau rein, Fabo. Okay. Hau rein, du Eierlose. Was? Niebem, danke für zwei Subs. Peach, hat Peach gesagt. Nee. Fabo Eierlose? Wo ist dieser Server-Admin? Hat Fabo einmal was gegen Roach gemacht? Kankings. Wo ist dieser kleine... Bruder, wenn Fabo will, spielen wir alle nicht mehr weiter. Das stimmt, Fabo, tut mir leid. Okay, Roald, wir können den Deal machen. In der Moschee. Kommt her, ich warte euch. Nimm alles, was du finden kannst. Das sind andere Bücher, Eli, das sind alle meine. Die waren in der Kultur da drin. In der Moschee? Fertig. Wo ist denn die genau? Komm zur Moschee. Wo ist denn die gewesen? Bruder, dieses... Achso, ja, warte, ich komm. Aleikum salam. Wo bist du? Okay. Wo ist es genau? Komm an diesen Tisch hier. Es ist ganz aber hör auf, ich hab meine Sachen dabei. Ja, ich weiß. Bruder, hör auf. Hör doch auf, ich hab meine Sachen dabei. Komm auf die linke Seite von dem Tisch. Ja, dann hör doch auf, ich hab meine Sachen dabei. Ja, okay. Wo war dein 1 gegen 1? Wo ist der andere Geschäftspartner? Ich komm. Was ist da? Ich zieh Schuhe aus. Ja, ich zieh Schuhe aus. Ja, sieh. Salam alaikum. Nein, aus! Schuhe aus! Er denkt mit Diamantenschuhe, nur weil du Eishaut hast, kannst du hier reinlaufen oder was? Ist okay. Komm mal her, so rechts an den Tisch hier. Okay. Einer links, einer rechts. Mach mit Bogen! So, oh jetzt mach Gott. Was ist das Problem? Du brauchst vier von diesen Dingern. Also das hier, Rüstungsvorlage. Gib mir mal die zwei Barren, dann gebe ich dir den Rest. Also. Was? Ich geb dir Never-Platten. Ich hab keine Barren, ich hab Platten. Aber raus, wenn du bist. Hier, ich geb zwei Platten. Wie zwei Platten? Hier hinkommen? Hotjoy hat mich gescannt! Nicht schreien in der Moschee. Abi hat mich gescannt, aber... Nicht schreien in der Moschee. Ich dachte, ich krieg die Barren. Nein, ich hab Platten gesagt. Okay, hör zu, wir vertragen uns. Ich hab das falsch verstanden, Abi. Wir vertragen uns, ich hab Platten gesagt. Waffenstillstand oder nicht haben wir, letzte Chance. Nein. Ey, warte mal, ich muss die Schuhe aufheben, sonst despawnen die. Was muss ich denn damit machen? Denk in dein Inventar, zieh sie einfach raus. Er hat sie rausgeschmissen einfach. Okay. Hör doch auf! Lass ihn in seiner Hosentasche. Also. Was willst du jetzt von ihm, Eli? Oh mein Gott, das darf man nicht. Ich hab das schon. Ich hab viermal Schmiedevorlage. Hast du schon bekommen von ihm? Ja. Und was hast du ihm gegeben? Ich hab ihm zwei Platten gegeben. Ich hab gesagt, zwei Platten. Ja, aber ich dachte, das wären die Barren. Ey, darf man Combat lieben? Okay, also Roald, bist du nicht zufrieden mit dem Deal? Warte mal, ist eine falsche Vorlage. Schmiedevorlage. Aufwendbar, Rüstung. Ja, es gibt noch die Vorlage. Die wollte ich auch noch geben. Das sind beide Vorlagen. Also auf ganz korrekt. Ich hab die für die Rüstung... Und für die Dings. Digga, darf man Combat lieben? Warte mal, mein Chat sagt, dass ich gescampt werde. Nein! Digga, guck doch mal in dein Inventar, du hast jetzt beides. Okay, hör mir zu. Ich gebe dir noch zweimal antiker Schrott, weil du es bist. Ja, stecht morgen, meine Okay, Bar. Das war eigentlich nicht Teil des Deals.
Ich gebe dir zweimal antiker Schrott. Dafür war ich lange unten. Aha. Und damit habe ich dir mehr gegeben, als eigentlich ich machen sollte. Okay. Sind beide Parteien zufrieden? Ja. Dann gebt euch jetzt die Hand. Okay, Salam alaikum. Alaikum salam. Digga, aber warum baust du das mit Erde? Das ist nur eine Skizze. Ich baue doch jetzt um. Ich renoviere jetzt. Ich habe erstmal nur die Skizze gemacht und jetzt. Bruder, woher kommt diese Schere? Woher kommt die Schaf? Das ist alles halal. Ey, Rot. Ja. So. Ach, Wasser, nein. Der Wassereimer, hallo, oder, der Wassereimer. Ja, ich hab, Wasser. Geht einfach. Aha, da ist er wieder. Okay, Chat, wie mache ich das jetzt? Wie schmiede ich mir das? Ich brauche Hilfe. Kann ich einen Eimer mit Wasser haben, bitte? Ja. Ich hab hier Wasser. Ich kann dir helfen, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab hier Wasser. Auf, Junge. Hier Wasser. Nein, 1 gegen 1. Okay. Digga, ich geht sogar wieder raus. Ich geht wieder raus. Wo war sein 1 gegen 1? Er hat so groß geredet. Ich hab doch meine Schuhe, Chat. Der wird jetzt schon wieder rein. Wo ist Mert? Okay. Bin hier oben. Jello, ich kann dir zeigen, wie das geht. Komm her. Okay, mal. Erst verdoppeln, ganz wichtig. Noch nicht benutzen. Ich muss verdoppeln, sagen die. Ja, kannst du. Ja, muss ich anscheinend. Ja, ist nicht wichtig. Ich habe ja so, sonst zur Not immer noch einen. Und ich kann jetzt alle meine Sachen verzaubern? Ja. 3 kann ich benutzen, 1 muss ich behalten. Ja, 1 kannst du verdoppeln. Dafür brauchst du. Hast du 7 Dias dabei oder eine Ender Chest Dias? Ich habe 6 Dias. Ja, warte, dann gebe ich dir noch einen. Mach einen auf Kredit. Okay, jetzt geh mal in Crafting Table. Mach mal ganz oben das, was ich dir gegeben habe, diese Vorlage. Das sind 2 Vorlagen. Welche davon? Diese, wo blau ein bisschen in der Mitte ist. Alle 4 Stück? Nee, 1. Ja. Also die Schmiedevorlage Netherite Aufwertung steht da. Ja, Jungs, das ja, ist ja. Und dann. Ah, ne, warte mal. Okay, ja, ja. Dann oben in die Mitte muss das rein. 1. Wie? Wo? Oben in die Mitte muss das rein. 1. Ja, okay, hab. Von dem komischen. Und dann in der Mitte ein Netherrack und drumherum Dias. Also dieses rote, diese rote Dings. Breitenberg, ruf mich an. Ja, Breitenberg. Bruder, ich kenne niemanden, der schlechter erklärt als du, ne, für einen Anfänger. Ich brauche eine Enderchest. Nochmal ganz neu. Ist gut, er soll ankommen. Nochmal neu. Ja, diesen roten Stein, den du in der linken Hand hast, genau. Ach so. Das muss in der Mitte. Ach so. Da drüber das, was ich dir gegeben habe und drumherum halt 7 Dias. Also alles andere voll mit dir. Also, diesen roten Stein, den ich habe, in die Mitte. Warum oben in die Mitte. Wie kann ich einen eigentlich auswählen? Wie kann ich nur einen auswählen? Wie geht das? Du nimmst es komplett in die Hand und machst Rechtsklick einmal drauf. Nee, dann kommen 59. Ah, scheiß drauf. Okay, so, ja. Und was kommt in die Mitte? Dieser rote Stein, den du im Mund hast. Oder auf deiner Zweithand, ich weiß nicht. Du hast also, es auf deiner Zweithand. Mann, Junge! Was kommt in die Mitte? Der Stein, der rote Neverwick-Stein. Und die Schmiedevorlage, Never-Aufwertung, wo kommt das hin? 1 da drüber und drumherum mit Diamanten, Bruder. Okay. So. Und damit kann ich Schmiedevorlage, Aufwertung. 2, dann kriegst du 2 daraus, ne? Ja, soll ich machen? Ja, mach. Okay, hab. Ja, Alhamdulillah. So, jetzt nimm mal deine, hast du deine Rüstung dabei? In der Truhe. Nimm mal die Rüstung. Jetzt gehst du hier hin. Hast du die Barren auch schon gemacht? Ja. Okay, jetzt gehst du in die Truhe hier und dann, nicht in die Truhe, das ganz links hier, das ganz links, unten links. Siehst du das? Ja. Das hier. Ja. Hier rechtsklick drauf, dann ziehst du einfach ein Barren rein, die Rüstung und die eine Vorlage. Und das machst du bei jedem Piece einmal. Also bei egal welche Reihenfolge? Das ist automatisch sowieso. Du kannst es nur. Ein Barren, das Ding. Machen wir zuerst. Das Ding. Und. Das Ding? So, Chat? Erst ein paar aus dem Chat sagen, erst verzaubern, dann Umrüstung, weil es sonst teurer wird. Nee, das ist Quatsch. Also du machst sowieso mit Büchern und das kostet gleich. Ist schon verzaubert. Ich hab's doch schon verzaubert. Ja, ja, du könntest halt noch bei dir. Ist egal, aber, so, aber zack. Die ist sowieso perfekt. Du brauchst da eh nichts anderes. Erkenne mich an! Guck mal, wie versuchtet ich aussehe. Erkenne so. Den Crafter? Und jetzt nochmal? Dasselbe mit der Hose? Ja, was hast du denn für eine Hose? Ich hab schon die beste Hose. Lässt du jetzt in Ruhe? Ja, Breiten, okay, komm ruhig. Du machst sowieso. Falsche Vorlage. Ja, genau. Aber ich hab. Stiefel und so habe ich noch nicht. Ich habe Stiefel und Helm habe ich noch nicht gemacht. Das muss ich noch verzaubern. Aber ich habe die Bücher dazu. Ja, okay, dann kannst du das machen und dann hast du alles. Meine Pickaxe hat Effizienz 5, Glück 3, Reparatur und Haltbarkeit 3. Ist schon fast perfekt, oder? Effizienz 5, Glück 3, Haltbarkeit 3, Reparatur. Ja. Ja, habe ich auch.
Passt. Nein, Breitmeck, worauf willst du hinaus? Komm einfach auf den Server, Junge, was ist los mit dir? Boah! Telefoniert ihr gerade? Nein, er schreibt in meinen Chat, bist du Muslim? Hör auf deine Eier, ja, Junge! Dicker, was soll das? Nee, Dicker, er fragt ihn, bist du Muslim? Und er sagt einfach so nein. Obwohl er Muslim ist. Das ist ehrenlos. Okay, so. Okay. Jetzt. Oh, nee, diese Cam! Und was ist das hier? Was ist Schmiedevorlage, Stile, Rüstungs... Ach so, dann hast du zum Beispiel, so wie ich, meine Netherrack-Rüstung ist rot zum Beispiel. Dann kannst du das so rot machen. Oder okay. Du kannst blau machen oder du kannst lila machen. Ist für Färbung. Ah, okay, gut. Echt unten, warte mal. Ich hab Atmung, Ja, okay, wie viel kostet das? Mean Sounds, okay. Oh, sorry. 21. Tschüss, Bruder, dann geh mal nach Hause, Digga. Geh mal weg von hier, Digga. Ich hab auch nur 8. Also, geh direkt wieder Nessa. Digga. Ja, gut. Ja, salam alaikum. Also kann ich dann nicht mehr machen, ne? Also, okay, gut, warte. Nein, du brauchst ja das Dings. Mann, jetzt muss ich wieder leveln. Ich kann meine Axt kann ich noch verzaubern. Ja, das, warte, was hat die drauf? Ich hab Effizienz 5, Reparatur und Haltbarkeit 3. Nein, Schärfe 5 noch. Schärfe 5 brauche ich? Ja, eine Axt macht mehr Schaden als ein Schwert, du brauchst noch Schärfe 5. Anders, kannst Helm aufwerten. Aber du kannst es ruhig machen, aber du kannst halt später Schärfe drauf machen, ne? Willi, oder bitte. So? Wie sieht's aus so? Ich schwör auf alles. Chat, soll ich so machen? What? Komm zu meinem geiler Haus. Was, warte. Gott die Axt machen? Ja, mach die Gott die Axt. Bruder. Kannst du Moschee kommen? Oder wo ist Moschee, ja? Stark. Oben auf dem Berg. Hast du Gold, Digga? Nee. Ich weiß noch die Phase, Digga, wo ich immer gestorben bin, weil wenn du keine Rüstung hast, dann ist man so am Arsch. Ja. Der erste Tag dann war mir auch so schlimm. Du stirbst dann immer wieder. Und du musst dir erstmal deine Eisenrüstung dann wieder machen. Und dann musst du Essen suchen und so. Ja, Pingu. Und am ersten Tag war auch so schlimm, weil die scheiß Base so weit weg war. Melina, du brauchst heute nicht auf mich warten. Morgen ist Samstag, morgen ist Beziehungsrettertag. Ich muss auch. Und Sonntag-Challenge, yes. Als ob er mit Frau? Nein, so witzig. 2 Stunden. Also. Kommt drauf an, wie lange ich im Monopoly drin bleibe. Und wir gehen noch in Monopoly rein. Sag mit 5 Ausländern, damit ich versteht, was abgeht. Wie ernst die Lage ist. Ich gehe mit Monopoly mit 5 Ausländern jetzt rein. Sag, wird laut und wird lange. Wird laut und lange, soll ich dir sagen. Nein, ich bin morgen. Morgen haben wir ein Date. Das weißt du selber. Nein, ich hab erklärt. Ja. Hey, ich bin verhext. Bin ich denn mittlerweile? Ey, meine Moschee wird immer schöner und schöner, ja, guckt euch das an, ja. Jetzt schon bestes Mal, komm, das Nackenkissen, das wird ein bisschen dauern. Quasi beide in Arsch wie ein Sessel, ja, das stimmt. Was ist deine Meinung zu Tageslicht? Quatschig. Völlig verquatscht. Wir brauchen Tageslicht. Ich war in den letzten 3 Tagen einmal draußen. Und das für 1,5 Stunden, heute. Und seht ihr dieses Cap? Melina hat mich gerade ganz blöd angeguckt. Ja, okay. Ich gehe dann. Wer ist denn hier alles gerade drinne? Sollen wir uns dann Discord treffen? Yes, sir. Yeah. Okay, dann geht ihr die Jello raus.